Ja, die Koffer, wie gesagt, sammle ich deswegen, mache ich deswegen auf wegen die ganzen Snacks. Und wegen den Klamotten. Wegen sonst nichts anderes momentan. Cool, da haben wir jetzt eigentlich schon mehr gefunden, als wie ich damals in meiner allerersten Aufnahme, also in meiner allerersten Aufnahmesession. Und, oh, ich kann keinen Alkohol mehr tragen. Na gut. Als wie ich in meiner allerersten Aufnahmesession und aber auch. Jetzt offline. Ja, natürlich, ich kann hier raufspringen, ne? Ja, klar. Scheiße. Nein, 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 nein. Ah, Kacke. So, 11 Licht. Unser Zielfeuerzeug. Entschuldigung, das ist gerade ein bisschen laut hier. Aber ja, das ist ein schöner Wasserfall. Lass mich da rauf! Lass mich da rauf! Nein! Ja, ich glaube, ich kann hier nicht drauf. Muss ich mir meinen Weg anders suchen? Ja, und ich hoffe mal, ja, dass wir noch ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Nur wenigstens ein bisschen, Freunde. Ja, bitte, 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 bitte. Weil ich brauche doch unbedingt einen Unterschlupf. Die Kannibalen, die sieht man leider nicht so gut. Dafür aber umso besser die Ureinwohner. Oh, schon wieder so ein heiliger Baum. Die großen Bäume sind die heiligen Bäume. Also, beziehungsweise nennt man sie so halt. Und die Ureinwohner, also genau, die Ureinwohner sieht man natürlich insofern, natürlich, ne, natürlich, das ist natürlich, dass sie mit Taschenlampen spazieren gehen, ne? Das ist ja natürlich. Taschenlampen sind ja das Natürlichste auf der Welt, ne? Weiße Beeren sind übrigens auch giftig. Glaube ich zumindest. Warte mal kurz, ich probiere mal kurz. Ja, die sind giftig. Trottel. Oh. Ja, und die Ureinwohner stellen sogenannte Effigies, also das sind so schöne Sachen hier, wo man Köpfchen kriegt und Steinchen kriegt und oh. Ja. Nein! Das wollte ich jetzt sammeln, ich Doofi. Der heilige Baum. Und den kann man übrigens auch nicht fällen. Ja, wollte ich nur mal sagen. Der ist so heilig, dass er unter Naturschutz steht. Also, liebe Naturschützler, seid's froh. Ich kann ihn nämlich nicht fällen. Leider. Ja, und sonst. Jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie die Nacht hier rüberkriegen. Ich sammle noch ein paar Heilpflanzen ein. Damit wir endlich zum Basteln dann anfangen können. Ureinwohner, ein Ureinwohner, ein Kannibale. Das sind ja gleich vier. Vier Stück! Leck mich am Arsch! Ich geh! Wiederschauen, ich kündige! Vier Stück! Ihr seid doch doof. Ihr seid doch wirklich doof. Vier Stück! Was mein mit vier Stück? Ich werde doch nicht aber alleine fertig. Vier Stück. Naja, na gut, was willst du sagen? Außer Hilfe, in diese Richtung gehen wir nicht. Freunde, Freunde, soll ich jetzt nicht überlege, ob ich nochmal schnell aufs Boot zurückschwimmen sollte und speichern sollte und schlafen gehen sollte, damit wir wieder Tag haben?
Oder nicht. Aber ich glaube, ich mache das einmal schnell. Au. Herrgott. Ich glaube, ich mache das auch nochmal schnell. Ah, da ist ein Ujo. Ich mache das wirklich schnell. Da sind zwei Kannibalen. Bitteschön, wohlgemerkt, ja. Le Garnibalis. Da am Strand. Da habe ich Angst. Da schwimme ich weg. Ich kann mich erinnern, früher, bist du dabei, da sind jetzt, alter Schwede. Ich kann mich erinnern, früher, ja, waren die Ureinwohner schneller bei dir und lästiger als wie Kannibalen. In der heutigen Zeit ist es ein bisschen umgekehrt, oh, ich sehe nichts. So, na gut, dann würde ich einmal vorschlagen, wir speichern das Ganze noch einmal. Zack. Und gehen dann schlafen. Zack. Und das Schöne ist, wenn man schlafen geht, dann füllt sich die Energieleiste wieder. Aber wir haben Durst. Das heißt, ich esse jetzt einmal schnell einen Snack. Trinke einmal ein Soda. Dann sind wir wieder gut beieinander. Oh, guten Morgen. So, was machen die? Die flotten Kannibalen. Die flotten Kannibalen machen gar nichts, weil ich sie nämlich nicht sehe. Okay. Jetzt ist nur die Frage, sind sie verschwunden? Oder verstecken sich die vor mir? Nee, aber ich glaube, die sind verschwunden. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir schwimmen zurück aufs Land. Ich muss unbedingt jetzt einmal ein paar ja, Sachen töten, weil ich brauche nämlich ein bisschen Fleisch zum Essen. Sind wirklich nicht mehr da. Ich meine, ich brauche sie eh nicht, Gott sei Dank. Liebe Schildkröte, es tut mir leid. Nur ich brauche den Fleisch. Ja, Panzer können wir leider nur einen tragen. Hui. Liebe Schildkröte, es tut mir leid. Die Animation haben sie übrigens so geil gemacht, finde ich. So, wie viel haben wir jetzt? 3 Stück. Okay, das sollte eigentlich reichen. So. Jetzt ist ja die Frage, was machen wir? Wohin gehen wir? Da gibt's nichts mehr Neues. Tja. Machen wir es gleich hier? Nein, hier will ich irgendwie noch nicht. Ist nicht so special. Ich weiß nicht warum, aber es muss special sein. Oh, da haben wir Marigold. Glaube ich zumindest, dass das Marigold ist. Alter, da raschelt's. Da raschelt's im Gebüsch! Marigold, Aloe Vera, na guckst du mal, prima. Perfekto. Oh, was haben wir da? Giftige. Okay, jetzt raschelt doch nicht so. Ich glaube, immer hinter mir steht jemand, hinter mir ist jemand dann, wenn es so raschelt. Ja, es spielt sich doch anders, wenn man keine Kopfhörer auf hat. So, ein paar Büsche nehmen wir mit. Quaxi.
Frosch. Teich. Teich ist gut. Oh, beziehungsweise sollte gut sein. Ja, wir haben einen... Wir haben einen... einen Speer gefunden. Und wir können trinken. Das ist nämlich rein, das Wasser. Na gut, so halber da rein. Sollte man nicht so trinken. Dadurch geht ein bisschen nämlich die Gesundheit, glaube ich, runter. Aber das ist mir wurscht. So, es ist keiner da, oder? Nein. Dann rüste ich mal schnell den Speer aus. Denn mit dem Speer, meine Freunde, können wir auf Fischjagd gehen. Und die können wir essen. Das kann man aber ohne Speer nicht. Super. Habe ich den Speer jetzt da? Ja, oder? Ja. Perfekt. Jetzt haben wir zwei Fischis. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, und Blaubeeren. Super. Blaubeeren kannst du nämlich essen. Oh, und habe ich jetzt da die Seeds? Ja, wir haben drei Blueberry Bush Seeds. Die können wir nämlich dann einsetzen, glaube ich. Und ich weiß nicht, Freunde, ich weiß es nicht, aber irgendwie... Oh ja, ich glaube, hier schlagen wir unser Lager auf. Wisst ihr warum? Ich habe hier einen langen Baum, ich habe hier einen langen Baum und ich habe hier einen. Perfekt in... Und ich habe hier noch einen... Oh, und ich habe hier noch einen Teich. Ja, perfekto. Okay, passt. Dann machen wir hier unser Lager. Ich, meine Freunde, mache aber das Lager immer... Also, beziehungsweise, was heißt immer? Ich habe das jetzt einmal erst gemacht. Ich mache ein Baumhaus. Ein Alpine Treehouse oder ein Treehouse? Machen wir zuerst ein Alpine Treehouse. Genau. Aber ohne... Ohne Brücke bitte. Ah, ohne Seil. Oder machen wir es mit Seil? Dann machen wir es mit Seil. Das passt schon. Okay, dann tun wir mal Holz abschlagen. Und dann würde ich mal sagen, machen wir unsere erste Bleibe. Dieses ständige, dauernde Linksklicken auf die Maus, das ist, ja, das mache ich nicht so gerne. Das mache ich deswegen nicht so gerne. Warum kann man nicht Linkstaste gedrückt lassen, der schlägt und schlägt? Das verstehe ich nicht. Das könnte man ändern. Aber naja, wurscht. So. Ich zeige euch gleich, was ich vorhabe. So, nein, in diese Richtung. Dankeschön. So, dann du nochmal. Huch. Ich bilde mir ein, wenn man so um den Baum herum geht, dass er dann schneller abgeholzt wird, aber ja, das kann auch nur Einbildung sein, sage ich jetzt einmal. Busch. Oh, dann nehmen wir noch den hier. Das hört man auch gar nicht, also die Eingeborenen, die sind ja nicht nur blind, die sind ja auch taub, ne? Die hören das ja überhaupt nicht, dass man jetzt gerade mit einer Axt... Ja, wurscht. Holen wir die schnell, die zwei. Da machen wir uns ein schönes Baumhäusli. Ein schönes Baumhäusli. Hallo? Ah, ich freue mich schon. So, Stick ist nämlich auch wieder mit. Jo.
Und sonst so. Das Problem ist halt, es kostet alles irrsinnig. Also, das heißt irrsinnig viel. Es geht meiner Meinung nach. Baumaterialien halten sich meiner Meinung nach in Grenzen. Natürlich, es gibt Leute, die sagen jetzt, pff, das ist ja viel zu viel und keine Ahnung was. Aber ich weiß es nicht. Ich sage, es haltet sich in Grenzen. Es ist schon etwas viel. Ja, viel. Was heißt viel in der heutigen Zeit? Es ist schon etwas mehr, sage ich jetzt einmal. Aber es ist jetzt nicht so unerträglich, dass man jetzt sagt, oh mein Gott, ich kann da jetzt, das kann ich jetzt nicht farmen und in welcher Relation steht das und wie kommen die jetzt da drauf, das zu tun und keine Ahnung was. Also so viel ist das jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Es geht. Oh je, oh, das tut mir aber leid. Nicht. Haha, lecker Fleisch. Mmh. Oh, das Kopfvieh. Ich finde es immer so grässlich, wenn er den Kopf immer abzieht. Und wir sollten uns schon langsam darauf konzentrieren, einmal etwas zu essen, meine Freunde, denn... Ja, wir haben schon ein bisschen Hunger wieder. Nein, 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 nein. Achtung, Baum fällt! Na gut, dann holen wir die zwei schnell. Bevor sie weg sind. Da ist eh keiner mehr, oder? Nein. Okay, passt. Dann rollen nur noch die zwei. So, dann die Stickies. Die haben wir da auch drauf gleich. Und das letzte. Achso, Moment. Scheiße. Nein, ich bin ein Honk. Ich bin wirklich ein Honk. Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt abreiße? Kriegen wir dann die Sachen wieder zurück oder nicht? Ich hätte das so rüberschauen müssen. Nicht so. Ja, kriegen wir wieder. Aber nicht alle. Aber nicht alles. Scheiße. Scheiße. Ja, so rüber hätte ich das schon zeigen müssen. Ah, so richtig. Ich hoffe mal. Nein. Ach, Gottchen. La la la. Warte mal kurz, bevor ich das jetzt mache, wartet einmal kurz, jetzt lasst sich mal kurz überlegen. Wie, na, warte, das ist auch falsch. Lups! Wie mache ich denn das jetzt wirklich am blödesten? Ich will das ungefähr so haben, wie ich es bei meinem gehabt habe. Wie ich es bei meinem gehabt habe. Dann müsste ich es aber komplett anders machen. Na, pass auf, dann machen wir das anders. Dann mache ich jetzt einmal... Ja, ein Alpine Treehouse. Ja, warte mal kurz. Lass mal das einmal so kurz. Nein, so nicht. Ach Gottchen, bin ich doof. Das hat schon gepasst, so. Ja, das hat ja schon gepasst. Ist ja wurscht. Wahrscheinlich haben wir jetzt ein paar Materialien verschwendet. Hätte ich es auch so lassen von Anfang an schon. Naja, wurscht. Hast du noch irgendwas? Nein. Okay. Ja, wir haben ein paar Baumstämme leider Gottes nicht wieder zurückbekommen anscheinend. Die sind giftig, ja.
Ach Gott, und Seil jetzt auch nicht, oder was? Na, dann lass mich in Ruhe, dann mache ich das so, wie ich es gemacht habe und fertig. Ich mache jetzt einmal kurz das Baumhäuschen fertig.